Der neue Präsident der Ukraine, Volodymyr Selenskyj, hat das Parlament aufgelöst. Dies war am Montag sein erster Schritt nach der Vereidigung. Erste Aufgabe sei es, eine Waffenruhe in der Ostukraine zu erreichen, so der neue Präsident. Der 41-jährige Selenskyj hatte Mitte April die Stichwahl um das ukrainische Präsidentenamt gegen Amtsinhaber Petro Poroschenko deutlich für sich entschieden. Im Parlament verfügt der bisherige Schauspieler über keine eigene Mehrheit.